أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir möchten heute bi'idhnillah ta'ala an diesem gesegneten Freitag unsere Reihe fortsetzen, indem wir über die schönsten Namen Allahs subhanahu wa ta'ala sprechen. Und derjenige, der Allah Azza wa Jal wahrhaftig liebt, er möchte auch seinen Schöpfer und Herrn Allah Azza wa Jal kennenlernen. Willst du nicht deinen Schöpfer kennenlernen? Willst du nicht denjenigen kennenlernen, der dich erschaffen hat und der dir alles in diesem Leben Erdenkliche gegeben hat und der am Tage der Auferstehung dich in ein glückseliges Paradies eingehen lassen kann? Möchtest du ihn nicht kennenlernen? Möchten wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zeit widmen, unsere Hauptzeit widmen? Was nicht heißt, dass wir nicht arbeiten gehen müssen. Doch, aber es gibt wichtig und es gibt wichtiger, liebe Geschwister. Und zu den wichtigsten Angelegenheiten gehört es, dass ein Muslim darauf achtet, dass er in dieser Welt als Muslim lebt und nicht anders stirbt, denn als Muslim. Und Allah hat uns gewarnt im Koran, dass wir nicht anders sterben sollen als Muslime, liebe Geschwister. Aber ist von jedem die Sicherheit vorhanden, dass er auch als Muslim stirbt? Nein. Denn viele Leute, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennenlernen, weil sie sich niemals mit seinen Namen und Eigenschaften auseinandergesetzt haben, so haben sie Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala nach seinem falschen Wert bemessen und dadurch sind sie irregegangen. Möge Allah uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Liebe Geschwister, der heutige schöne Name, den wir bi'idhnillah ta'ala studieren werden, ist Al-Khaliq. Und er gehört zu den schönsten Namen von den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben es oft erwähnt, dass Allah azza wa jal 99 der schönsten Namen besitzt. Das sind natürlich nicht alle seine Namen, aber das sind die bekanntesten unter den Menschen, liebe Geschwister. Und jeder Name ist wunderschön, vollkommen, ohne Mängel, ohne Fehler, denn wir reden hier über Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, über den Erschaffer von allem, was wir kennen und was wir nicht kennen, liebe Geschwister. Al-Khaliq, das ist der Schöpfer, das ist der Erschaffer, aber ist das ein leichtes Wort, was wir einfach nur so den Leuten erklären sollten? Nein, sie sollten es näher verstehen, was dieses Wort bedeutet. Die Gelehrten sagen über Al-Khaliq, über denjenigen, der erschafft, sie sagen, Alladhi awjada jami' al-ashya ba'da an lam takun mawjuda. Es ist derjenige, der Dinge aus dem Nichts erschafft. Aus dem Nichts erschafft. Diese Dinge waren niemals da gewesen und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie ins Leben gerufen. Al-Khaliq, der Erschaffer. Subhanallah. Liebe Geschwister, wir sollten das genau verstehen. Al-Khaliq, der Erschaffer, es ist einer der schönsten Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen hat. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen hat. Und daraufhin hat sich Allah, der Allmächtige, über seinen gewaltigen Thron erhoben, liebe Geschwister. Allah azza wa jal
Er ist der Erschaffer von allem. So wie er im Koran uns sagt und den Namen Al-Khaliq bestätigt, er sagt uns, Allahu khaliqu kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah, er ist der Erschaffer von allem. Nichts existiert in dieser Welt, im Universum, in anderen Dimensionen, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, außer dass Allah Azza wa Jal sie erschaffen hat. Subhanallah. Fatabarak Allahu ahsanul khaliqin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Fatabarak, segensreich, ist derjenige, der beste Erschaffer ist. Gibt es neben dem besten Erschaffer auch andere Erschaffer? Nicht direkt Erschaffer, es gibt Produzenten, Hersteller. Wir wissen, die Menschen erschaffen Autos und sie erschaffen Häuser und sie erschaffen Flugzeuge oder gewaltige Raketen oder größer als diese Dinge oder kleiner als diese Dinge. Aber jeder von ihnen, egal was er erschafft, er braucht erstmal eine Basis, damit er etwas herstellen kann. Er ist nur ein Hersteller. Denn der wahre Erschaffer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er ist derjenige, der eine Sache aus dem Nichts erschafft. Ist das ein Unterschied, liebe Geschwister? Ob du vorhandene Materialien brauchst, um damit etwas herzustellen, oder ob du derjenige bist und das gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala, niemand kann sich hier mit ihm messen, ist es nicht Allah azza wa jal, einzig und allein, der etwas aus dem Nichts erschafft. So wie Allah Azza wa Jal die Himmel und die Erden erschaffen hat. Wer von den Menschen könnte heute kommen? Ganz gleich wie reich er ist. Ganz gleich wie stark er ist. Ganz gleich wie mächtig er ist. Und er würde behaupten, er hätte die Himmel und die Erden erschaffen. Würde er sich nicht lächerlich machen vor den ganzen Menschen, ganz gleich wer er ist? Weil niemand wird ihm dieses abnehmen. Denn das zeugt davon, dass die Menschen wissen, dass es nur einen einzigen Schöpfer gibt, liebe Geschwister. Und das ist Al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabarak Allahu ahsanul khaliqin. Schaut mal, liebe Geschwister, diese Menschen, die heute in Welten reingearbeitet haben, wo die technologische Dimension so ein Grad erreicht hat, dass sie hochmütig geworden sind, dass sie denken wirklich, sie könnten etwas erschaffen, aber bei Allah, sie werden nichts erschaffen können. Allah, der Allmächtige, er sagt uns im Koran, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun, fastami'u lah. O ihr Menschen, ein Beispiel wurde geprägt, ein Beispiel wurde euch gegeben, so hört zu, fastami'u lah, so hört zu. Inna alladhina tad'una min dunillah, wahrlich diejenigen, die ihr außer Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا. Sie können nicht mal eine Fliege erschaffen. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. Und wenn sie sich alle zusammen vereinigen würden, sie würden es nicht schaffen, eine Fliege zu erschaffen. Allah, er hat uns ein kleines Tierchen als ein Beispiel gegeben. Und Allah schämt sich nicht, Beispiele zu prägen, damit wir sehen, wer die wahren Erschaffer sind und wer die Großmütigen, Hochmütigen sind, die bei Allah jede Sache, die sie herstellen, Abhängigkeit von Allah Azza wa Jal beweisen. Denn ohne das, was Allah erschaffen hat, was sie brauchen für die Herstellung, könnten sie nie eine Sache erschaffen. Allah Azza wa Jal, er erschafft aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Subhanallah. Der Mensch, wo war er vor 100 Jahren? Warst du vor 100 Jahren auf dieser Welt? Du warst nicht da, aber jetzt bist du da. Aus dem Nichts. Allah Azza wa Jal hat aus einem Samentropfen, der du warst, dich entstehen lassen. Und Allah braucht keinen Samentropfen. Maryam radiyallahu anha wa ardaha, sie hat ein Kind getragen, obwohl kein Mann sie vorher berührt hat. Walam akubariya, sagt sie. Ich bin doch keine Prostituierte. Kein Mann hat mich vorher berührt. Maryam radiallahu anha hat trotzdem ein Kind getragen. Allah erschafft, was er will. Und wie er es will. Und wie oft er es will. Und er kann eine Schöpfung vergehen lassen und eine bessere Schöpfung herbeibringen, liebe Geschwister. Das ist die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Größten, dem Wahrhaftigsten.
Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt den Menschen ein Beispiel. Er sagt ihnen, hada khalqullah, das ist die Schöpfung von Allah. Schau dich um, du siehst Berge, du siehst Meere, du siehst die Himmel, du siehst die Erde. Hada khalqullah, das ist die Schöpfung Allahs. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. So zeigt mir, sagt Allah, bringt diese Menschen her, die anstatt mir behaupten, dass sie etwas anderes erschaffen können. Sie sollen zeigen, was sie erschaffen haben. Allah hat uns sein Beispiel gegeben. Wir sehen die Schöpfung Allahs. Wo ist aber die Schöpfung derjenigen, die hochmütig sind und Allah Azza wa Jalla nicht anbeten wollen? Was haben sie erschaffen? Aus dem Nichts. Denn das ist die wahre Erschaffung, wie wir gerade gesagt haben, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, Inna Allah khalaqa kulla sani'i. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem Hersteller und das, was er hergestellt hat, erschaffen. Wollen die Leute behaupten, dass sie erschaffen können? Diese Leute, die behaupten, dass sie erschaffen können, Allah hat sie erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie erschaffen. Sie und das, was sie selber produziert. Allah hat alles erschaffen, liebe Geschwister. Und wir richten auch unsere Worte an die Nichtmuslime. Und wir möchten, dass sie ein paar Minuten mit uns mitdenken, dass sie ihren Verstand öffnen und ihrem Herzen, mit ihrem Herzen lauschen, was wir zu sagen haben. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, liebe Geschwister, Am khuliqu min ghayri shay, sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Am humul khaliqun, oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Allah Azza wa Jal stellt uns hier eine sehr wichtige Frage. Und wir sollten eine Ayah nicht einfach so lesen, ohne darüber nachzudenken. Denn was nützt dir der Koran, wenn du ihn nur mit einer schönen Stimme rezitieren kannst, aber du weißt gar nicht, was darin steht? Sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Oder haben sie sich etwa selber erschaffen? Allah Azza wa Jal, er möchte, dass wir nachdenken über diese Ayah. Und es gibt in der Tat nur drei Möglichkeiten, liebe Geschwister. Entweder ist alles, was hier existiert, aus Zufall entstanden. Irgendwann ist irgendwas passiert und dann waren die Sachen auf einmal da. Wird einer, der Verstand haben, sagen, das stimmt? Wallahi nein. Und wenn er das behauptet, dann muss er darüber nachdenken, ob sein Verstand noch rechtmäßig funktioniert. Keine Sache entsteht einfach so aus Zufall. Wenn ich euch sage, es gibt hier einen Kugelschreiber und dieser Kugelschreiber ist einfach so zufällig entstanden, wallahi, niemand wird mir glauben. Aber die Leute glauben, dass die Himmel und die Erde einfach so entstanden sind. Subhanallah. Erste Theorie ist, liebe Geschwister, ist vergessen. Die zweite Theorie, die die Menschen haben, ist, dass eine Sache sich aus dem Nichts, das heißt, die Sache war nichts und sie hat sich selber erschaffen. Mit anderen Worten, ein Mensch, der vorher nicht da war, und obwohl er nicht da war, er war ein Nichts, so hat er sich selber erschaffen. Wird das jemand glauben? Auch nicht. Das bedeutet, auch die zweite Theorie ist weg. Also bleibt nur eine richtige Ansicht. Und das ist der Glaube der Muslime. Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Dinge aus dem Nichts erschaffen und mit seiner absoluten Weisheit. Subhanahu wa ta'ala, er hat sie geformt, wie er will. Er hat die Menschen so gestaltet, wie er will. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mit jeder Sache, die er erschafft, eine Weisheit, liebe Geschwister. Subhanallah. Wir haben heutzutage Professoren und Leute, die im diesseitigen Leben Wissen haben. Aber ihr Wissen reicht nicht, um zu erkennen, dass diese Welt, in der wir leben, dass diese Welt einen Schöpfer braucht. Schaut mal, einer, der ein Wüstenaraber war, ein Gläubiger, was er für ein Beispiel geprägt hat für diese intelligenten Menschen. Er sagte, Inna al-Ba'ra tadullu ala al-Ba'ir. Wahrlich, der Mist, das heißt, wenn ein Kamel sein Geschäft verrichtet, dann kommt etwas herunter. Würde es den Mist geben, wenn es das Kamel nicht geben würde? Nein. Aber die Leute sehen die Sonne und den Mond und die Sterne und die Himmel und die Erde und die Berge, aber sie denken, es gibt keinen Schöpfer für diese Dinge. Wenn der Mist nicht auf den Boden liegen würde, von dem Kamel, wo soll dann das Kamel herkommen? Wo soll das Kamel herkommen, liebe Geschwister? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns,
كما بدأنا أول خلق نعيده. So wie wir die erste Schöpfung erschaffen haben, so werden wir sie wiederholen. Und das ist noch eine wichtige Ayah, die du Bruder und Schwester dir merken solltest. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wir waren doch nichts. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aus dem Nichts ins Leben gerufen. Allah hat uns aus dem Nichts ins Leben gerufen. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Wahrlich, der Mensch, er sagt, werde ich denn wirklich nach dem Tod wieder auferstehen? Eine Frage, die sich jeder von uns schon gestellt hat. Allah hat uns die Antwort gegeben. Du brauchst nicht in falschen Büchern nachzugucken. Schau im Koran nach, das Buch Allahs, wo die wahrhaftigen Worte drinstehen. Der Mensch fragt sich, werde ich wirklich, nachdem ich nach dem Tod wieder auferstehen werde? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bedenkt der Mensch denn nicht, dass er zuvor nichts war? Und jetzt passt auf, liebe Geschwister. Etwas, was nichts war und Allah hat es ins Leben gerufen, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Diese Sache, die jetzt da ist, wird Allah wieder zurückbringen am Tag der Auferstehung, und zwar den Menschen. Und sagt mir bitte, was ist schwerer, obwohl es gibt kein Schwer für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was ist schwerer? Eine Sache aus dem Nichts herbeizubringen, wie Allah den Menschen erschaffen hat, oder eine Sache, die schon existiert, wie der Mensch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm einfach nur nach seinem Tod wieder auferstehen lässt. Allah prägt uns gewaltige Beispiele, über die wir Muslime nachdenken sollten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa al-aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wir haben erklärt und mit Beweisen belegt, dass Allah Azza wa Jal der einzig wahre Schöpfer ist, liebe Geschwister. Aber jetzt müssen wir daraus Lehren ziehen. Wenn Allah der Schöpfer ist und er hat uns doch erschaffen, was haben wir für eine Aufgabe? Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, Allah hat für uns alle ein Ziel festgesetzt. Wir sind nur erschaffen worden, damit wir Allah, dem Allmächtigen, dienen. Allah, er verdeutlicht uns in einer anderen Ayah diese Sache noch genauer. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, glaubt ihr, أَفَحَسِبْتُمْ, glaubt ihr, denkt ihr, dass wir euch einfach so zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten? Hat Allah die Himmel und die Erden nur darum erschaffen, damit wir spielen? A'udhu billah. Schaut die nachfolgende Ayah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Doch erhaben ist er, der König, der Wahre, dass er so etwas zum Spielen erschaffen hat, liebe Geschwister. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer er, subhanahu wa ta'ala. Verstehe das, lieber Bruder und liebe Schwester. Denn Allah Azza wa Jal, er kann tun, was er will. La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah wird nicht gefragt nach dem. Wenn Allah Diener erschaffen will, dann erschafft er Diener. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes erschaffen will, dann erschafft er, was auch immer er will. Er wird nicht gefragt, denn er ist der König. Er ist der Wahre. Er ist derjenige, der in dieser Schöpfung tun kann, was er will, liebe Geschwister. Aber wir werden gefragt. Und wenn Allah uns erschaffen hat, dann nur aus einem Grund, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Ya ayyuhal nas, udhkuru ni'matallahi alaykum, hal min khaliqin ghayrullah, hal min khaliqin ghayrullah, yarzukukum minas samai wal ard, la ilaha illa hu, fa anna tu'fakum. Allah azza wa jal, er sagt uns, oh ihr Menschen, er spricht mit uns, liebe Geschwister. Alle Menschen, die Gläubigen und die Nichtgläubigen.
O ihr Menschen, bedenkt die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es einen Schöpfer außer Allah, der euch von dem Himmel und der Erde versorgt? Bitte antworte. Wer versorgt dich außer Allah? Wer versorgt dich außer Allah? Und diese Versorgung hat Allah dir zugesprochen. Allah gibt sie dir. Allah ist gnädig zu dir, aber er möchte auch, dass du ihn anbetest. Und wie ungerecht ist der Mensch? Wie ungerecht ist der Mensch, wenn er diese Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht vollziehen will, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet von seinem Rabb, von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er gesagt hat, وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُ. Und ich habe meine Diener alle als Muslime erschaffen. Jeder Mensch, wenn er geboren wird, alle Menschen sind zu dem Zeitpunkt, wo sie geboren werden, Muslime. Allahu Akbar. Schaut mal, was passiert. Er sagte uns, sallallahu alaihi wa sallam, indem er über Allah berichtet, وَإِنَّهُمْ آتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ. Und zu ihm kommen die Schayatin da. Warum? Was haben die Schayatin vor? Sie abzulenken von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Das heißt, wir sollen wissen, liebe Geschwister, Allah prüft uns damit. Er hat uns zu Gläubigen, alhamdulillahi rabbil alamin, insha'Allah gemacht. Und wir werden geprüft mit Leuten, die nicht gläubig sind. Welchen Weg willst du nun gehen? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Welchen Weg wollt ihr nun gehen? Den Weg der Dankbarkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Dankbarkeit heißt nicht, dass man nur in seinen Wörtern manchmal Insha'Allah und Alhamdulillah sagt. Dankbarkeit bedeutet, dass du tust, was Allah und sein Gesandter dir befohlen haben. Das ist Dankbarkeit. Ansonsten bist du nicht dankbar. Ansonsten bist du, lieber Bruder und liebe Schwester, nicht dankbar. Deswegen sollen wir das annehmen. Wir lieben das Leben. Allah Azza wa Jalla hat uns erschaffen. Er hat uns dieses Leben gegeben. Also müssen wir lernen, denjenigen zu lieben, der uns das Leben gegeben hat. Wallahi, manche Leute haben für Allah nichts übrig. Sie glauben nicht an Allah, den Allmächtigen. Aber wenn ein Schicksal sie im Leben trifft, wenn eine Prüfung sie im Leben trifft, dass ihr Kind stirbt, oder dass ihr Geld verloren geht, dann sind sie die Ersten, die nicht an Allah glauben, die Ersten, die über Allah fluchen und schimpfen. Hasbunallah. A'udhu billah. Und das sind die Schlimmsten der Geschöpfe, liebe Geschwister. Wallahi, das sind die Schlimmsten der Geschöpfe. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sa'ala Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam faqala lahu ayyu dhanbi a'zam. Welches ist die gewaltigste Sünde? Fragte Abdullah ibn Mas'ud den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil sie wollten immer auf der sicheren Seite sein. Wenn sie dieses Wissen hatten, dann haben sie diese Sünden gemieden, die Todsünden sind, liebe Geschwister. Und er fragte ihn hier, welches ist die gewaltigste Sünde? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Dass du Allah etwas zur Seite stellst, dass du Allah etwas zur Seite stellst, während er dich erschaffen hat. Oh Allah, hier haben wir das nicht in unserer heutigen Zeit. Allah erschafft und jemand anderem wird gedankt. Subhanallah. Einer nimmt sich einen Schauspieler, den er verherrlicht. Und das geht bis zum Schirk. Wal'iyadu billah. Wir haben Leute, die nennen dann ihre Kinder nach diesen Schauspielern, die keine islamischen Namen haben. Was machen sie noch? Sie leben wie die Schauspieler, die ein total falsches Leben haben. Schaut mal, wie sie sie verherrlichen, obwohl du niemand anderen verherrlichen darfst, außer Allah, den Allmächtigen. Das ist das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben. Liebe Geschwister, wir müssen endlich aufwachen. Allah, der uns erschaffen hat, er hat uns eine klare Zielsetzung gegeben. Diese Zielsetzung bedeutet, dass wir ihn subhanahu wa ta'ala anbeten. Und wallahi, wenn du dieses tust und du strengst dich an dabei und du lernst auch die Namen von Allah azza wa jal kennen, dann sei dir sicher, Allah ist nicht geizig im Belohnen. Und du wirst danach eine wunderbare Welt bekommen und du wirst nie wieder sterben. Hast du darüber mal nachgedacht? Der Tod wird dich nie wieder heimsuchen. Der Tod, vor dem du hier Angst hast.
Wer von uns liebt den Tod, liebe Geschwister? Der Tod, vor dem du hier Angst hast, er wird dich nie wieder im Paradies heimsuchen, weil du für ewig im Paradies lebst. Möge Allah Azza wa Jal uns diese großartige Gnade geben, dass wir im Paradies kommen, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns Kraft geben, damit wir seine Religion subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Möge Allah uns Kraft geben in diesem Land, dass wir seinem wahrhaftigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf beste Art und Weise folgen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen, die etwas Schlechtes gegen den Islam vorhaben, möge Allah sie vernichten, bevor sie ihren Plan ausüben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere gesamten Geschwister in allen muslimischen Ländern helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Geduld geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Shahada von ihnen akzeptieren. Subhanallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.